packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen, Reifeisen, Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen Napfmilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, darauf stehen wir. Ganz klar, Willisal hat einsiedeln, der Meister zeigt. 22:12, gewonnen. Allerdings nicht von Anfang an, im Gegenteil, schaut das an. Der Marco Kauf mit seinem ersten Kampf in der NLA hat gegen Routinier Dani Kählin keine Chance. Der Einsiedler gewinnt am Schluss mit 16:0 technische Überlegenheit. Notabene der einzige 4:0-Sieg für Klosterdörfler. Dass man trotz dem anfänglichen Höhenflug wieder unsanft auf dem Boden der Realität landen wird, der einzige Trainer hat es gewusst. Und das war in 8 von 10 Fällen Willisal, wie hier zum Beispiel beim Sammy Scherrer. Der Willisaler Trainer, der Thomas Bucheli, zu den Erwartungen vor dem Kampf. Zum Beispiel gerade im nächsten Kampf. Der Steve Reichmuth trifft auf eine sprichwörtlich schwere Herausforderung, den Boris Illenseer. Die technischen Daten, 30 kg schwerer und schier 10 cm grösser. Es wäre nicht der Steve, wenn er es nicht packt. Schaut das! Übrigens, der grossartige Grosswanger-Ringer war auch am Sonntag im Sportpanorama vom Schweizer Fernsehen zu sehen. Wir packen den Link dazu unten am Beitrag in unserem YouTube-Kanal. Unbedingt schauen!
Ihr seht, wie der Stevie ganz persönlich von seinem WM-Abenteuer erzählt und erlebt den sympathischen Ringer, wo der Erfolg nicht in den Kopf gestiegen ist. Hier gegen Boris Silenseer gewinnt Stefan Reichmuth 6:0. Damit steht es nach dem zweiten Kampf 3:4 immer noch für ein Segeln. Im dritten Kampf gelingt es der Willisau zum 5:5 aufzuschliessen. Allerdings ganz knapp. Der Timo Zeder gewinnt gegen Lars Meier mit 2:1 Mannschaftspunkt beim Schlussstand von 2:2. Die Schiedsrichter haben dazu allerdings noch mal über Bücher müssen. Und wie es da scheint, besteht die Unschlüssigkeit bis am Schluss. Ihr wisst es, hier auf Telenapf seht ihr es. In Folge von Passivität holt Lars Neier so den ersten Punkt. Der Timo Zeder wieder verwarnt wegen Passivität, innerhalb von 30 Sekunden muss er punkten, sonst hätte Lars Neier erneut den Zähler. Es klingt ihm nicht, es steht 2:0. Nicht aufgeben bis zuletzt. Die Szene, 20 Sekunden vor Schluss, bringt die Entscheidung. Weil zwei Punkte auf einmal zählen mehr als zweimal ein Punkt nacheinander. Doch kann man zwei Punkte geben? Die Schiedsrichter sind sich nicht einig. Dann nochmal genau zum Nachschauen. Verdient Timo Zeder die zwei Punkte oder nicht? Schreib uns deinen Kommentar auf YouTube, wie siehst es du? Dazu der Trainer, der Urs Bürgler. Willisauer Führung halte im vierten Kampf den Sami Scherer. Gegen Sven Neier liegt er zwar bis zur Pause 0:1 im Rückstand. Aus einer Bodenlage raus bringt ihn aber der Angriff im wahrsten Sinn vom Wort die Wende. Dazu der Willisauer Trainer. Der zweite und zugleich letzte Einzelsieg ist Andreas Burkhardt gerade nach der Pause gelungen. Da die entscheidende Aktion.
gegen Andreas Reichmuth holt er gar ein 0-12. Das bringt 0-3 Mannschaftspunkt. Nach dem sechsten Kampf steht es damit unentschieden 10-10. Ab jetzt zündet das Finale Willisauer Feuerwerk. Der Luki Basser gegen Jan Neier 8-3. Der Jonas Basser gegen Matthias Käser 10-6. Michi Bartmann gegen Lorenz Schönbächler, technische Überlegenheit. Und zum Schluss der Tobias Bartmann gegen Adrian Mazan 9-0 zum Endresultat von 22-12. Der Rückschluss von Willisauer Trainer fürs Finale gegen Freiamt. Nächsten Sonntag trifft Einsiedler daheim auf Kriesere, ein schwieriger Gegner. Jetzt wird's erst richtig spannend. Final! Willisau kommt auswärts mit Freiamt zu tun über diesen Gegner seit Jahrzehnten. Überrollt Willisau die Aargauer und zeigt ihre Stärke? Oder hat Freiamt versteckte Trümpfe? Gibt's gar eine Überraschung im Duell Einsiedler gegen noch Schweizer Meister Kriesere? Wer gewinnt? Verpassen Sie nicht die Prognose, wie immer am Donnerstag auf dem Sender. Und zudem Ringer porträtiert. Diese Woche mit Matthias Käser für Einsiedler und dem Tobias Bartmann für Willisau. Nicht verpassen und Telenav Telezentralschweiz auch auf YouTube abonnieren. Ringe dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Draxler Haustechnik Willisau.
Brack. Besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Reifeisen. Swiss Helikopter, ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen Napfmilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, darauf stehen wir.